Jo, was geht? Marvin hier, willkommen zu einem weiteren The Crew Motorfest Video. Ja, und in diesem Video geht es mal wieder darum, wie ihr in diesem Spiel Geld verdienen könnt. Und zwar könnt ihr jetzt einmal auf meinem Profil sehen, ich habe etwas über 22 Millionen Bucks und das ist eigentlich gar nicht so schwer in dem Spiel. Und ich zeige das jetzt mal. Und ich wollte noch mal ganz kurz auf ein paar Kommentare eingehen. Ich zeige jetzt nicht alle, ganz kurz nur, ein paar Sekunden. Und zwar schreiben immer wieder Leute unter meinen Videos, dass ich einen Glitch zeigen würde. Zum Beispiel mit der Flucht, dass ich eine Flucht fahre, zurückspulen, Flucht fahre, zurückspulen, Flucht fahre, zurückspulen. Oder dass ich das mit dem Flugzeug, mit dem XP-Glitch, was gar kein Glitch ist. Ich finde es immer wieder ein bisschen daneben, wenn die Leute sagen, ich würde einen Glitch zeigen. Tue ich nicht. Es ist eine ganz normale Methode. Man fliegt durch, man startet neu, man fliegt durch, man startet neu. Wo ist das bitte schön ein Glitch? Das ist kein Glitch, sonst würde ich es gar nicht zeigen. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir gehen einmal hier ganz legit in eine Playliste. Und zwar gehen wir einmal in die Electric Odyssey. Ich zeige euch heute in diesem Video zwei Farming-Methoden, wie ihr relativ schnell an Geld kommt und Teile sogar. So, und zwar geht ihr da einmal in das Rennen Hammer Express. Wenn ihr schon die Blitzreise machen könnt, dann macht das, dann portet euch einmal dahin. So, hier steht ihr vor dem Rennen. Wenn ihr da noch nicht hinreisen könnt, dann müsst ihr einmal die Playlist aktivieren. Das heißt, ihr müsst einmal zum ersten Rennen hinfahren von der Playliste, das Einführungsvideo euch anschauen. So, und dann zeige ich jetzt einmal die Karte. Und zwar ist das hier oben mittig oder relativ mittig und dann habt ihr hier drei Rennen nebeneinander und das linke davon ist der Hammer Express. So, jetzt geht ihr da einmal rein und jetzt muss ich mal ein bisschen was umstellen, glaube ich. Schwierigkeitsgrad-Einstellung. Nein, das passt alles. Automatisch lenken und so weiter ist alles aus. Also, in Event-Einstellungen geht hier auf getuned und hier gehe ich mal auf, naja, was gehe ich denn hier? Ich gehe hier auf Mittag. Mache sauberes Fahren an, dann bekommt ihr noch mehr. Also noch mehr Geld, noch mehr Bucks. Und jetzt suche ich mir ein anderes Auto aus und weiß ich nicht, nehme hier irgendeins. Sagen, ich nehme mal einen Hypercar. So, da mal ganz links gucken. Ein getuntes Hypercar. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem mein Nitro-Mischer drin ist. In dem nicht. Da ist der Punktebrecher drin. Da ist mein Nitro-Mischer drin. Dann nehme ich den Wagen auch mal. So, und dann direkt starten. So, dann geht das Rennen auch direkt schon los. Ihr könnt direkt schon die Lenkung nach rechts einschlagen und könnt Gas geben. Und jetzt zeige ich euch einen relativ kurzen Weg. Oh, da habe ich ein schnelleres Auto gehabt. Keine Ahnung, mit was ich da gefahren bin. Aber ja, meinem Schatten einfach folgen. So, oh, oh. Hier links halten bei der Kirche. Oh, Vorsicht mit anderen NPCs. Ah, oh, der hat nicht die beste Kurvenlage. Ich muss ein bisschen bremsen hier. Und hier respawn an der Stelle. Und guck mal, wo wir jetzt gelandet sind. Jetzt sind wir fast am Ziel. Und das geht ziemlich flott. Der Fahrzeugzustand oben, der sollte ein bisschen beachtet werden. Aber eigentlich solltet ihr da keine großen Probleme haben. Dürft halt nicht zu sehr Mauern kaputt fahren. ja, der Wagen ist nicht gut, um das mal so zu sagen. Hätte ich mal einen anderen Wagen dafür genommen fürs Video. Aber egal, der Wagen ist nicht gut. Das haben wir ja auch letzte Woche im Summit gemerkt. So, wir fahren hier einfach geradeaus. Gar nicht der Linie folgen. Einfach geradeaus. Ihr könnt da schräg rechts das Ziel sehen. Und ihr fahrt hier einfach quer durch die Pampa. Hier ist auf jeden Fall der sicherste Weg. Und so. So. Hier lang, hier lang, hier lang. Vorsicht, Vorsicht, nicht darüber. Oh, mein Geist ist darüber gesprungen. Ah! Ja, Vorführeffekt, Kontrollpunkt verpasst. Das ist das Ziel. Ihr habt ja gesehen, normalerweise wäre ich schneller im Ziel gewesen. Und jetzt gucken wir uns die Belohnung an. Das war jetzt 1 Minute 24. Das geht auch schneller. 1 Minute 5 oder so, je nach Auto. Dann kommt jetzt die Belohnung. Drücken wir weiter. Wir bekommen einmal... Kurz warten, kurz warten. So, 8800, nein. Guck mal, 11.040 XP habe ich bekommen. Und 19.382 Bucks. 19.000 Bucks in 1,5 Minuten mit Ladezeit. Also wenn ihr den Fahrfehler nicht macht, wie ich ihn gerade hatte, mit Ladezeit 1 Minute 30 für fast 20.000 Bucks. Ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. So, ihr habt ja gerade gesehen, wie viel Bucks ich da bekommen habe. Jetzt gibt es aber auch Autos, die einen XP-Boost haben. Der Bugatti Cento Dieci hat zum Beispiel einen XP-Boost von 30%. Wenn ihr dieses Auto nehmt, dann bekommt ihr noch mehr. Also ich mache mal den Nitro-Micher da wieder rein. So, das ist jetzt eingebaut. Dann gehe ich einmal auf Fahren. Such mir das Rennen über die Playlist nochmal aus oder ich gehe wieder über die Karte und porte mich einmal dahin.
Direkt nach den Porten startet sich das Rennen auch. Die Einstellungen sind noch vorhanden. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst einmal das Auto ändern, weil ihr ein anderes Auto genommen habt. Und wenn ihr in das Auto eingestiegen seid, dann kommt das automatisch schon als erster Vorschlag. Und dann wählt ihr das einmal aus und könnt direkt das Rennen starten. So, dann zeige ich das direkt nochmal, damit ihr euch den Weg auch merken könnt. Also einmal hier runter, hier an der Tankstelle dran vorbei. So, jetzt erstmal der Straße folgen. So, lasst euch nicht von eurem Schatten da beirren. Hier an der Kirche links. So, hier passt das wieder. Oh, oh. Hier über die Brücke rüber. Und nach der Brücke, nach diesem Cut auf der Straße, einmal resetten. So, ihr müsst dann natürlich in den Schwierigkeitsgrad-Einstellungen das Zurückspulen ausschalten. Ich blende das hier einmal kurz ein. So, genau, da könnt ihr sehen, einmal das Zurückspulen ausschalten. Und ja, wenn ihr es ausgeschaltet habt, dann könnt ihr auch respawnen. Also mit einmal drücken von Dreieck oder Y oder, ja, oder N, glaube ich, war das auf dem PC, ne? Ja. So, hier wieder quer rüber, wie vorhin auch schon. Diesmal nur das Ziel treffen, das wäre super, wenn ich das sofort treffe. So. Ach, komm schon, ey, rutscht doch nicht so. Naja, ihr seht schon, wenn der Wagen nicht so doll rutscht und ihr die Kurve besser bekommt, dann geht es halt auf jeden Fall schneller. 1 Minute 15. Wie gesagt, mit Ladezeiten so eine 1,5 Minuten geht eigentlich voll klar. Hat man auf jeden Fall keinen Grund zu meckern. Und wir bekommen wieder unsere Belohnungen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Mit 30% mehr XP bekommen wir jetzt 13.440 XP und wir bekommen wieder 19.289 Bucks, also fast 20.000 Bucks. 2, 4, 6, 8, 10. Bei 5 Mal habt ihr schon fast 100.000 Bucks. Also ich meine, 5 Mal das Rennen fahren, 5 Mal 1,5 Minuten, jetzt ohne Witz, 5 Mal 1,5 Minuten und ihr habt 100.000 Bucks. Also ich finde, das kann sich sehen lassen. So, jetzt kommen wir zur nächsten Methode. Und die ist natürlich auch legit zum selber fahren. Und da gehen wir wieder in eine Playlist und suchen uns einmal die Playlist Vintage Garage raus, also Vintage Garage. Gehen da rein und gehen einmal auf das Rennen Kiss Me Kombi. Wenn ihr euch für das Auto entschieden habt, was ihr wollt, bleibt ihr einfach so, wie es ist mit der Einstellung. Ihr wechselt von Playlist auf Getuned, sucht euch eine Tageszeit raus, ich mache mal Mittag. Und immer sauberes Fahren aktivieren, dann bekommt ihr mehr. So, bei Fahrzeug geht ihr wieder auf das Fahrzeug, was ihr euch ausgewählt habt. Ich gehe jetzt einmal gerade in die Profi-Settings rein. Da gefällt mir nämlich irgendwas nicht. Ausgleichgetriebe vorne, hinten. Ich habe mich nämlich schon gewundert. So, Antriebsverteilung hinten. Nee. So, vorne 30%. So, damit setze ich wieder zurück. Ich hatte mit dem Wagen was anderes gefarmt. Und deswegen war da ein bisschen was verstellt. So, jetzt sollte der Wagen aber auch wieder besser fahren. Dann rutscht er nicht so und beschleunigt schnell und so weiter. Das war gerade ein bisschen blöd für das andere Rennen. Aber egal. So, mit den Einstellungen, mit dem ausgewählten Auto und so weiter, könnt ihr das jetzt starten. So, ihr könnt natürlich auch den Schwierigkeitsgrad anheben, wenn ihr das wollt. Dann bekommt ihr noch mehr, ist ja klar. Naja, aber das müsst ihr selber wissen, ob ihr das schwer haben wollt oder leicht. Aber ich sag euch eins, es gibt zwei Stellen in dem Rennen hier, wo es sehr leicht wird, Erster zu werden. Einmal gibt es eine Stelle, da machen die NPCs im Hypercar-Modus auf jeden Fall, also mit Hypercars, einen Fahrfehler und das mit Racing genauso. Deswegen habt keine Sorge, wenn ihr hier Letzter seid, wenn ihr das so irgendwie zu schwer habt, auf 5 oder so. Ihr könnt auf jeden Fall noch Erster werden. Es gibt eine kleine Abkürzung in dem Rennen und wenn jetzt noch Kommentare kommen, dass Abkürzungen Glitches sind, also dann weiß ich auch nicht, ey, ganz ehrlich, dann weiß ich nicht. Ich werde da auf jeden Fall dann nicht mehr drauf antworten. Weil irgendwo ist dann auch mal gut, ne? Weil ich habe keinen einzigen Glitch gezeigt hier auf meinem Kanal. Keinen einzigen. Deswegen, das sind keine Glitches. Andere behaupten das, aber es sind keine Glitches. Oh, ich rutsch raus, ich rutsch raus, ich rutsch raus. Mist. Egal, ist noch nichts verloren. Die sind zwar alle vor uns da, aber nichts ist verloren. Jetzt passen wir unten auf der Karte. Hier unten bei mir. Was jetzt gleich mit denen passiert. So, da fliegen sie nämlich alle schön raus. So, guckt euch das an, wie sie da rausfliegen. Okay, die haben sich gut gefangen. aber nicht schlimm. Wir kommen da noch dran vorbei. Wir kriegen noch unseren Moment. So, wir fahren jetzt hier nämlich einfach geradeaus durch. Durch die Palmen. Einen guten Mittelweg finden. Und respawn.
und mit Nitro rein und schon seid ihr Erster. Selbst wenn ihr ein bisschen verkackt habt, so wie ich. Ihr könnt wahrscheinlich natürlich besser fahren. Ich bin gerade uneingespielt. Haha, tolle Ausrede. Aber ja, guck mal, 1 Minute 45 und jetzt schaut mal, was wir als Belohnung bekommen. Das ist beides unter 2 Minuten. Beide Rennen wirklich deutlich unter 2 Minuten und wir bekommen hier jetzt, na, was haben wir? Endergebnis XP. Wir bekommen 11.790, 15.120 und bekommen dann nochmal 20.655 Bucks obendrauf. Also 5-mal fahren, 100.000 Bucks und ihr bekommt sogar noch Teile. Besser geht's doch wohl gar nicht, oder? Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus, sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao. All about humanity.